Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Sharp News und Combo Masteries mit mir, dem Mann gleich. Ja, wir haben wieder mal ein paar Fragen hier. Kommen wir zu Kommentar Nummer 1. Ist ein bisschen verrutscht hier. Ups. So, mal gucken. So, Justin Rock. Ich habe jetzt 1000 Gems. Was soll ich mir damit kaufen? So, das ist immer eine gute Frage. Wenn jemand 1000 Gems hat, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das erste, was einem natürlich einfällt bei 1000 Gems, ist das Sonderangebot bei einer Box. Das ist erstmal das allererste, was einem einfallen würde. Die Hottest Box zum Beispiel. Ich würde die Hottest Box nicht holen, wegen Gwen, Bladder und McGriffin. Aber das wäre die Sonderangebot hier unten. Das würde 800 kosten. Dann kriegst du drei Karten gezogen hier. Wenn du Glück hast, habe ich auch schon gehabt, kriegst du sogar drei Legendäre auf einen Schlag. Das, dann hast du aber Glück. Ja, aber wenn ich 1000 Gems zusammengespart habe, dann warte ich immer bis zum Montagabend. Ja, also ob ich jetzt am Donnerstag mir eine Box hole oder lieber noch ein paar Tage warte. Ich meine, es dauert ja lang genug, bis man die 800 Gems zusammengespart hat. Dann kann man auch noch die paar Tage warten, was als nächstes als Box kommt. Das wäre das eine. So, das ist jetzt erstmal das, was man so im ersten Moment sagen würde. Ja, macht Sinn. Ja, so eine Box da. Aber ich sehe das Ganze noch ein bisschen. Es kommt jetzt drauf an. Ja. Also es gibt zum Beispiel Leute, das weiß ich, die haben, nehmen wir mal ein Beispiel, die haben 225 Bob-Fragmente. Denen fehlen nur noch 25 Fragmente. Ja. So, 25 Fragmente, um einen Bob zusammenzubekommen. Zum Beispiel, die haben im Swall Club, sind die bis Level 225, also haben die 225 Fragmente zusammengekriegt und fertig. So, ja, oder eben über zwei Swole Clubs haben sie es nicht ganz geschafft, den Bob zusammenzubekommen. Ja, und denen fehlt halt noch ein bisschen was. So, hier kriegst du normalerweise für 500 Gems normalerweise 15 Fragmente plus nochmal eine Karte hier raus. Bedeutet, wenn ich jetzt 1000, also wenn ich jetzt 225 Mythic Bob Fragments hätte, also kriegst du da rein, siehst ja, wie viel du dann hast, dann würde ich mir eben zweimal hier so ein Ding da holen. Weil dann hätte ich den Bob auf einmal. Ja? Und der Bob ist halt, wenn du den sicher hast, ist der eben viel mehr wert als eventuell ein paar Legis. Ja? Also kommt jetzt einfach darauf an, was hast du. Ne? Kann ja auch unter Umständen sein, dass du beispielsweise so wie ich jetzt hier mit dem Dr. Seudberg relativ weit gekommen warst. Beim letzten Swole Club. Also ich bin jetzt nicht richtig weit gekommen, aber war schon okay. Und dir fehlen da noch Fragmente. Dann mach's eben so. Aber es kommt drauf an, hier in dem Fall würde ich jetzt einfach mal schauen, wie weit du bist. Also wenn du noch relativ am Anfang bist, und das vermute ich jetzt einfach mal, dann macht es keinen Sinn, da jetzt 3000 Gems oder sowas zu sparen, um dann den Soldberg zusammenzubekommen, sondern dann solltest du tatsächlich dir jedes Mal diese Dreierbox holen. Ja, also nicht jedes Mal, aber wenn es Sinn macht. Ja. Weil dann musst du erstmal dein Deck aufbauen. Dann kannst du schlecht mit einer Mythic anfangen, wo du, was weiß ich, Ewigkeiten brauchst, um da mal irgendwo eine Kombo zu erforschen. Bringt dir nicht so viel. Also, das war Frage Nummer 1. Dann kommen wir mal zu Frage Nummer 2. Das war das. Und die kommt von Old Man Snyder. Welches ist deine Lieblingslegendäre? Meine Lieblingslegendäre ist ausgerechnet die, die ich nicht habe. Das ist ja oftmals so. Ha, hat meistens das am liebsten, was man nicht hat. Und das ist der Bill. Also Bill ist mein absoluter Favorite von den Legendären, aber ich habe ihn leider noch nicht.
Und wenn, dann hätte ich den halt auch gerne Quad-Fused oder Maxed. Ansonsten Single bringt er jetzt nicht ganz so viel. Das ist meine Lieblingslegendäre. Bill. So, dann kommen wir jetzt mal hier zum aktuellen Geschehen von heute. Wir haben zum einen hier unten immer noch die Peggy bei Mamas altmodische Schatulle. Ja. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier als nächstes das Mythic Bob Pack mit Wildbrier, Knife, Wielding Seal, Bandit und Sacrificer Robot Goat. Ziemlich geil. Und wie gesagt, wer den Bob fast voll bekommen hatte, sollte tatsächlich zusehen, macht das Ding voll, der ist geil. Ja. Als neue Box ist die Hottis Box rausgekommen mit Hottis Luann, Hottis Salon, Fury Convention, Shrimpy Shrimps, McGriffin und Luann Bladder. Von der Box bin ich eben nicht begeistert. Zum einen ist es, ich meine, es ist zwar toll, wenn man neue Karten mit reinbekommt, ja, aber wenn ich die nur einmal ziehe, dann werde ich die erstmal nicht einsetzen können, ja. Also, und dann im McGriffin und Luann Bladder bin ich jetzt auch nicht wirklich der Fan von. Ich würde wahrscheinlich richtig im großen Dreieck kotzen, wenn ich Luann Bladder oder sowas da ziehen würde. Also, ich halte von dieser Hottest Box nicht viel. So, das muss jeder für sich beurteilen. Ich mag sie nicht. Und würde auch keinem empfehlen, die zu holen. So, dann, also müsst ihr selbst wissen, aber meine Empfehlung ist, sie nicht zu holen. So, dann lieber bis zum Montag warten, erstmal gucken, was da kommt. So, dann haben wir hier Mastery Token Pack. Sind wir bei den Combo Masteries? Da sind wir bei Boombox Teddy. Und Boombox Teddy sieht folgendermaßen aus. Das ist der hier. Da haben wir einmal einen Teddy mit Musikkarten. Also hier zum Beispiel mit einer K-Pop-Video. Man sieht, da kommt eine relativ defensive Combo bei raus. Boombox Teddy mit einem Burger, mit Mauer und mit Herzen. Die mit hinzu als Leben mit hinzukommen, wenn eine Combo gespielt wird. So, hier geht's weiter. Also relativ viel Rubberneckers, Nibbler on the Roof, Fart School, Jimmy Junior, K-Pop, Cleveland, Courtney's Dad, Earl's Gitter, Golden Fiddle, Big Mountain Fudge Cake und K-Pop. Was haben wir denn da unten noch? Nibbler on the Roof hat schon gehabt. Hier noch Oldies with Goldies oder Goodies. Pimp My Sleigh. Also, wer den Teddy bei sich im Deck hat, der hat wahrscheinlich auch genügend Gems, sich das zu holen. Müsst ihr euch selbst überlegen. Ich nach wie vor gebe keine 500 Gems für eine Combo Mastery aus. So, dann haben wir hier den Roach Coach Stan. Schauen wir uns mal den Roach Coach Stan an. Das ist der Roach Coach Stan. So, hier haben wir. Ja, und Stan mit Golfball Escape. Sensationell geile Combo. Ja, Wahnsinn. Nein, das war nur ein Spaß. Das war Sarkasmus. Diese Combo ist natürlich nicht geil. Weil es schon nicht geil ist, einen Golfball-Escape bei sich im Deck zu haben. Was willst du denn da damit anfangen? So, also machen wir gleich wieder weg, das Ding hier. So, dann kommen wir zu einer anderen Combo, die jetzt auch schon ein paar Mal da gewesen ist. Bender's Weapons. Und Bender's Weapons habe ich selbst auch schon gespielt, weil ich habe ja auch hier zwei Quad-Fuse Bender mit im Deck. Dann habe ich nochmal Double Fused könnte ich noch mit reinbringen, will ich aber nicht, weil macht dann auch keinen Sinn. Aber also hier mit Doomsday Device zum Beispiel, Bazunga Bazooka, Deers with Guns, Cork Gun, Cat Launcher, Big Ass Gun, Katana, Trisha, Takana. Also schon echt nice. Fighter, sag schon.
Abendkarten. Aber letzten Endes, was da hinten rauskommt, ist einfach quasi eine Bombe. Also viel, viel Bombe. Und naja, es gibt Karten, die machen mehr Bombe. Insofern ist das Ding nicht mehr so stark. Es gibt Situationen, wo es eben auch mal Sinn macht, die zu spielen, durchaus, ja, und wenn du merkst, du brauchst jetzt nochmal Schaden von der Seite und willst unbedingt jetzt noch das Ding da loswerden, die Karte, dann, also vom Gegner am Nachbarslot, dann spielst du auch mal sowas hier. Also bevor dir eine andere Karte, die dir wichtig ist, wegfliegt, kann man das auch mal machen. Aber ist jetzt nicht so der Oberbringer. Deswegen, nur da 10% drauf lohnt sich auch nicht so wirklich. Dafür gebe ich keine 1000 Steine aus, obwohl ich die Combo auch schon gespielt habe. Und dann kommen wir zu einer, die ist richtig nice eigentlich. Für Leute, die eben einen Stan, beziehungsweise einen Mythic Stan im Deck haben. Das ist der Record-Holder Stan. Oder Rekordhalter Stan. Hier mit Stan und Wrestling, aber geht tatsächlich, so wie ich das sehe, nur mit der Push-Ups. Aber wenn man die hat, ja, ich meine, man sieht es hier, du hast eine Mauer da hinten, dann hast du 20-fach Punch, dann hast du 21 Angriff, dann bist du ruckzuck bei 41. Wenn du jetzt hier nochmal 10% draufballerst, bist du bei 45 Schaden. Und mit 45 Schaden kann man dann doch schon was anfangen. Wenn ich dann nochmal 10% draufklatsche, dann bin ich bei knapp 50 Schaden beim ersten Hit. Das reicht für viele Gegner aus. Definitiv. Ja, nicht für alle, aber eben für viele. So, und deswegen, wer einen Mythic Stan hat, überlegt euch das, wenn ihr da diese Push-Ups auch noch vielleicht im Deck habt, gerade wegen dem Rekordhalter Stan. Holt euch das Ding, das ist echt nice. Würde sich echt lohnen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like, also einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Läutet die Glocke. Läutet my Glock. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.